Servus, die Marl, und grüß euch, die Buben. Ja, hinter mir Wasser, soweit das Auge reicht, und das heißt, wir sind wieder mal an der Donau. Ja, wir haben windig, aber 10 Grad. Und ich habe eine neue Kamera am Start und die möchte ich ein bisschen Eisseln führen heute und ein bisschen eingewöhnen in das Gerät. Ja, und dann schauen wir mal, was sie da tut. Ich habe da nicht heute, ich weiß gut, wie viel vor. Ich möchte da eher nur ein bisschen Kameratest machen und ja, Käfchen ist klar. Und na gut, schauen wir mal, oder? Na, es kugelt da wieder jede Menge um und um. Jede Menge Treibgut da. Ja, das Wetter lockt natürlich mehrere raus, da gingen andere auch noch spazieren. Da kommt jetzt ganz leicht die Sonne raus. Blitzelt da jetzt hinter die Wolken durch. Geil. Ja, da schön zum Sehen, Biber. Muttersäge. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht weiß gut, was wir da umchecken. Ja, habe mich da jetzt für eine neue Kamera entschieden, habe ich kurz einmal angeschnitten. Wollt ihr euch eigentlich die Canon G7X Mark II? Die wollte ich mir eigentlich kaufen, ist nicht zustande gekommen. Hätte ich günstig gekriegt, hat sie aber dann irgendwie erledigt. Die haben die einfach nicht weggeschickt. Und dann haben wir es da überlegt und haben jetzt die gekauft. Da zeige ich euch dann ein Bild davon. Das ist die Canon, die EOS M50. Kennen wahrscheinlich mehrere. Und vor allem, da kann man Objektive tauschen. Ja, da sind wir nun einmal wieder am Strande des Rio Grande, Blödsinn, am Strande der Via Donau hier. Ah, da ist sogar noch Eis drinnen. Dabei haben wir jetzt 10 Grad plus. Ah, da hat sich wieder ein gewaltiger Baumriese umgelegt. Wahnsinn, die fallen da um wie die Ruhm. Bisschen Dreckglocken. Ja, ich muss sagen, da geht ganz schön der Blasius. Wenn mein Hut ganz schön halten, sonst ist er fort. Der Hurt. Aber trotzdem, wenn man kriegt, dass es nicht kalt ist. Wie gesagt, 10 Grad, das ist ein Heuler. Da habe ich da so eine geile Wurzel. Und die Bahn, die ist schon so richtig ausgewaschen darunter vom Wasser. Obwohl, das sind keine kleinen. Das sind schon schöne Wascher. Ja, da blast wieder der Blasius ordentlich. Ja, und so wie es ausschaut, kommen wir da auch nicht mehr um. Ah, das ist stellenweise da schön tief. Und da liegt sogar noch ein Muschel. Ein ordentlicher Wascher. Ja, die haben da zwar schon Äste hergelegt und Baum, aber na, da muss ich nicht unbedingt mit der Rechenkamera gleich fliegen. Ja, macht nichts. Meine kleine Runde bin ich gegangen. Da hinten sehe ich noch einen super Ausblick jetzt. Das schaut ja urgeil aus. Na, gehen wir schon langsam wieder zurück, machen wir sich ein Käfchen auf einen netten Platz und passt. Ja, und ich habe da gerade was Interessantes entdeckt. Bei uns wachsen orangene Schwammerl. Sapperlot. Ja, da sind wirklich so viele Leute heute. Ich glaube, bei dem schönen Wetter. Ja, ich werde mich jetzt ins Auto schmeißen, vor der Stickel. Weiter eine, da ist dann ein bisschen mehr Wald, dort geht normal keiner hin und dort hole ich mir jetzt mein Käfchen. Ja, das sind jetzt ein paar 500, 600 Meter, was zu fahren sind. Und dann
steigen wir wieder aus. Na, die Gegend dürfte eh da schon bekannt sein. Die kennen sie ja schon alle. Ah, jetzt habe ich schon bei unendlich lange Zeit noch einen Kaffee. Puh, jetzt wird es Zeit. Ah, da liegt ganz schön hier unten. Da ist ganz schön was umgefallen. Ja, wisst ihr, wie das ist mit den Platzern? Das ist halt immer so eine Sache. Das muss halt richtig alles passen, weil sonst fühle ich mich einfach nicht wohl. Aber da schaut es ganz gut. So, packen wir mal ein bisschen aus, was wir alles mit haben heute. Wie gesagt, es gibt heute nur ein rasches Käfchen. Ich lasse jetzt auch lag heute mal gehen. So, dann wollen wir herrichten, schön langsam. Natürlich wieder meine Beets dabei. So, da. Und heute, ich werde es nicht glauben, aber da ist einmal ein anderer Brenner drin. Na, da schauen wir mal. Ne? Ja, heute einmal was anderes. Und zwar, heute gibt es Gas. Aha, heute geben wir Gas, weil das macht Spaß. Da habe ich da meinen kleinen Lixada-Titanbrenner dabei. Ja, habe ich schon urlang. Muss ich nicht einmal wieder benutzen. Das ist ja auch noch für sich selten nehmen. So. Dann habe ich noch irgendwann einmal so ein Fusserl dazu gekauft, dass der auch gescheit steht. Macht sich nicht schlecht, oder? So, dann haben wir das einmal schnell weg. Ja, der pfaucht nicht viel weniger wie mein Benzinbrenner. Da, wenn ich bei meinem Benzinbrenner den Leisebrenner drauf sitze, ist der etliches leiser wie der. Ja, ist halt so. Was soll ich? Sehr gut. Der ist schon da. So, das ist mein neuer Becher, den habe ich vom Mac, Survival Mac. Danke dafür. Ja, herrlich, Freunde, herrlich. Ja, was bleibt mir wieder über? Mein allseits bekannter Gruß an meine, Gruß natürlich an meine Krankensesseln. Gesund werden, Freunde, dass ihr wieder rauskommt und dann an den Rest der Welt, wie immer Standard quasi. Prost! Ja, der passt wieder mal perfekt. Ja, ja, herrlich. Sag die Uhrzeit, da ging nämlich schon. Ja, es ist 4:45. Ja, jetzt wird es rasch finster. Ja, 10 Grad, also das sind schon fast Frühlingstemperaturen, würde ich sagen. Also, gut, ich brauche den Schnee jetzt endlich nicht mehr. Jetzt könnte es wieder warm werden. Naja, schön. So, da. Ja, dann wieder eine damit. Da wieder unseren Das passt schon, sag ich mir. So, und jetzt geht schon langsam wieder raus aus dem Wald. Ja, Freunde, ich bin jetzt im Auto angekommen. Es ist stockfinster. Aber ja, war eine schöne Tour, habe ein bisschen mit umgeschwimmt mit der neuen Kamera. Passt schon so. Ja, in dem Sinne sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und Pfiat euch, die Buben.